Okay, bevor wir in den nächsten Song reingehen, habe ich gedacht, ich will euch unbedingt noch einen Gedanken mit reinnehmen. Und vielleicht hast du in letzter Zeit mal ein richtig spannendes Buch gelesen oder einen spannenden Film gesehen. Oder dein Leben ist gerade sehr, sehr spannend und herausfordernd. Und du fragst dich, wie geht es wohl aus? Und es gibt ja so die Leute, die dann Bücher lesen, die schauen ganz hinten nach, wie geht's aus? Und in unserem Buch, dem wichtigsten Buch der Welt, der Bibel, ist es genauso. Du kannst ganz hinten mal nachlesen, hey, wie geht's denn aus? Und ich will euch was vorlesen aus diesem letzten Buch, das Buch der Offenbarung, Kapitel 5. Da gibt es nämlich ein kleines, eine spannende Situation. Da gibt es ein Buch, und es ist das Buch der Geschichte. Aber niemand kann hereingucken. Niemand auf dem ganzen Himmel und in der ganzen Erde, im ganzen Universum, niemand kann es öffnen und niemand kann hineinblicken. So heißt es in Offenbarung 5, Vers 3. Und dann steht da weiter, und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Und dann singen alle, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Du bist würdig. Und sie feiern dieses Lamm dafür, dass es geschlachtet worden ist. Und dass dieses Lamm das Buch öffnen darf. Und dieses Buch steht für das ganze Leben, für die ganze Menschheitsgeschichte. Und ich habe mich so gefragt, glaube ich daran, dass Jesus diese Person ist, die alles getan hat und die als einzige Person würdig ist und dass er würdig ist, dass er es wert ist, dass er wertvoll ist. Er war die einzige Person und so wie er es damals wert war, ist er es heute wert. Er ist es wert, dass wir alles geben, dass wir unser ganzes Leben ihm hingeben, unsere Entscheidungen, unsere Zukunft, dass wir uns ihm komplett unterordnen und daran glauben, dass er das Buch öffnen kann, weil er sein Leben gab, weil er alles getan hat dafür. Und so die Berge bestaunen, seine Schöpfung bestaunen und aussingen, dass er es wert ist. Weil egal durch welchen Struggle du gehst, egal durch welche Herausforderung du gehst, ich will dir sagen, Jesus, es ist wert. Er ist es wert. Gottes Lamm auf Golgatha. Fernste Galaxien verbreiten noch ihr Licht, die Tiefe und die Weite der Meere fass ich nicht. Doch das allergrößte Wunder, was mein Herz jemals sah, ist das Gottes Lamm auf Golgatha. Seht Gottes Sohn am Kreuz, der unsere Sünde trägt. Seht, wie sein Opfer uns befreit. Schaut euch die Wunden an, von unserer Schuld durchbohrt. Verborgen bleibt, dann klingt die Liebeshymne in alle Ewigkeit. Und das allergrößte Wunder, das ich je sehe,
das Gotteslamm, das für mich da. Weil du dich für uns gabst.